Servus Leute. Und zwar, wie man es vielleicht schon hört, ich habe jetzt mein neues Headset, das G36 von Logitech. Und ja, ist eigentlich eine ganz kleine Ankündigung. Und zwar, es geht um die Battlefield 3 Beta. Ja, ich habe wahrscheinlich die Chance, dass ich die Beta zocken werde. Und zwar, weil ich die T1 Edition habe von Medal of Honor. Und ja, die diese Version haben, beziehungsweise die Limited Edition, die werden ab dem 27. die Beta downloaden können. Das heißt, ab dem 27. oder 28. werde ich ein Video rausbringen mit der Beta. Dann noch dazu könnt ihr mich hier adden bei Origin oder Origin, keine Ahnung wie das heißt. Und bei Steam und natürlich bei Xfire. Des Weiteren könnt ihr mich natürlich auch abonnieren und meine Videos bewerten, favorisieren und kommentieren. Ich hoffe natürlich, dass mein PC dafür ausreicht. Für die Beta beziehungsweise für das originale Game. Weil anscheinend braucht es doch dann etwas mehr Power. Wie auch schon gesagt, ich habe mir jetzt das G36 geholt. Viele kennen es wahrscheinlich. Das G36. Schneller. Schneller. Ach, ich meine doch G35. Ja, das kennt wahrscheinlich jeder. Ich finde das eigentlich recht gut. Und dann habe ich mir noch den Controller geholt von Razer. Die Tournament Edition, weil die normale Edition hat nicht diese Rädchen, wie man hier schon sieht, diese Zacken. Damit kann man halt einstellen, wie, ja, die Beweglichkeit. Ich kann jetzt mal dran drehen. Auf ganz leicht ist es halt wie beim normalen Controller. Kein Widerstand oder jegliches. Wenn ich ganz hoch drehe, dann wieder Widerstand wesentlich größer und es ist wesentlich schwerer, den Stick zu bewegen. Also für alle PC-Gamer, die irgendwie mit Controller spielen wollen, oder auch an die Xboxler, wo irgendwie einen super Controller suchen, kann ich nur empfehlen, ihr müsst jedenfalls die Tournament Edition bestellen. Weil bei der Normal Edition ist halt, wie gesagt, sind die Rädchen nicht dabei und die Schnur ist nicht ummantelt. Das ist eigentlich sehr gut. Ja, das war's eigentlich schon wieder. Wie gesagt, am 27. oder 28. werde ich halt ein paar Videos rausbringen für oder von Battlefield. Und ja, das war's von mir. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.